Und hier möchte ich mal kurz auf das eingehen, was heute Morgen über den Ticker lief. Herr Kollege Holter, Sie meinten heute Morgen, hier würde billige Polemik abgeliefert. Dessen kann ich Sie jetzt mal auch bezichtigen. Wir haben zahlreiche Anträge formuliert. Ja, das stört Sie, das ärgert Sie, dass wir uns heute nun lange damit beschäftigen müssen, auch die anderen Anträge von den Fraktionen. Aber es ist unser Verständnis von einer aktiven Haushaltsberatung. Meine sehr geehrten Damen und Herren von der Opposition, Sie müssen sich natürlich auch mal selbst hinterfragen, wie ernst Sie sich selbst nehmen und dieses Parlament. Es mag, lieber Vincent Kokert, ja durchaus im Spektrum der Weihnachtswünsche der CDU-Fraktion sein, dass wir uns mit unseren Änderungsanträgen darauf ausrichten, sie in den Bereichen zu stellen, in denen Sie sich das gerne wünschen. Aber den Gefallen werden wir Ihnen nicht tun. Und wir werden Ihnen 5 Stunden lang debattierten die Landtagsabgeordneten am Mittwoch hitzig über den Entwurf zum Doppelhaushalt 2014-2015. Der Finanzausschuss hatte zuvor in 11 Sitzungen 17 Beschlussempfehlungen ausgearbeitet, mit vielen Änderungsvorschlägen. Eine in Gänze unveränderte Annahme, wie es bei den vergangenen Haushaltsberatungen bei einzelnen Einzelplänen üblich war, konnte der Finanzausschuss dieses Mal nicht befürworten. Aber Sie kennen ja den landläufigen Spruch, kein Gesetz verlässt das Parlament so, wie es hineingekommen ist. Zumindest in diesem Falle ist dieser Spruch zutreffend. Die 15 Einzelpläne des Entwurfs decken jedes Ministerium und jeweils erwartete Einnahmen und geplante Ausgaben ab. Der Entwurf und die Vorschläge des Finanzausschusses, Zündstoff für die folgende intensive Debatte. Für die Regierungskoalition aus CDU und SPD ist die Marschrichtung klar. Es müsse gespart und konsolidiert werden. Mecklenburg-Vorpommern wird noch gerechter werden. Wir werden dafür sorgen, dass kein Kind zurückgelassen wird. Und wir setzen uns mit unserer vorausschauenden Politik dafür ein, dass die Haushalte nachhaltig saniert werden und es auch bleiben. Der Vorwurf in Richtung Opposition? Dort würden nur Versprechungen gemacht, die nicht finanzierbar oder realitätsfern seien. Die von der Opposition eingebrachten gut 60 Änderungsanträge würden den Finanzausschuss quasi aushebeln, so Kokert. Meine Fraktion, und da möchte ich die SPD ausdrücklich einschließen, nimmt dieses Parlament sehr ernst. Deswegen haben wir uns im Übrigen auch die Mühe gemacht, wie es guter parlamentarischer Brauch ist. Hören Sie doch erstmal zu. Wie es guter parlamentarischer Brauch ist, auch mit unseren Anträgen als Änderung für den Haushaltsplan in die Ausschüsse zu gehen und diese mit Ihnen zu diskutieren. Dass wir Sie hier heute tun, uns eine Riesenflut von Anträgen, auf den Tisch zu legen, den Finanzausschuss, die Fachausschüsse vollständig auszuhebeln und uns das im zweiten Atemzug wieder zum Vorwurf zu machen, das schlägt dem Fass wirklich den Boden aus, Herr Holter. So viel Unverfrorenheit habe ich von Ihnen wirklich noch nicht erlebt. Die Entgegnung der Opposition aus Grünen und Linken, die Regierungskoalition sei schlichtweg ignorant gegenüber den Wünschen der Bürger und mit dem rigorosen Sparkurs sei man auf dem Holzweg. An den Hochschulen und den Schulen brennt es lichterloh, aber der Bildungsminister greift nicht ein, sondern zur Politikermathematik und schon belegt Mecklenburg-Vorpommern vordere Rankingplätze. Die Beamten sind frustriert, weil ihre Besoldung nicht an den Tarifabschluss der Angestellten angepasst wurde. Menschen gehen für die Südbahn auf die Straße, aber die Koalition nimmt dieses nicht zur Kenntnis. Gegen die Rechtsstrukturreform regt und regt sich breiter Widerstand, aber die Koalition peitscht ihr Gesetz durch. Der Osten in Mecklenburg-Vorpommern fühlt sich abgehängt und meldet sich zu Wort. Proteste, Demonstrationen, Anhörungen, Briefe, E-Mails, Bitten, Fürbitten. Die Menschen wollen gehört und erhört werden. Sie wollen sich in der Politik wiederfinden. Sie treffen aber auf eine lächelnde Maske des Schweigens. Die Kommunen fühlen sich alleingelassen. Es macht keinen Spaß, sich permanent mit Haushaltskonsolidierungskonzepten auseinanderzusetzen und gleichzeitig zu sehen, wie das Land den Haushalt saniert. Da gibt es eine Gesamtverantwortung für die finanziellen Spielräume, die auf kommunaler und auf Landesebene zu schaffen ist. Sie fahren derzeit aber eben einen Kurs, der darauf zielt, die Kommunen kaputt zu sparen. Die prognostizierten Einsparungen nach der Kreisgebietsreform bleiben bis heute aus. Es ist eher Regel, denn die Ausnahme, dass sich die städtischen Zentren mit Haushaltskonsolidierungskonzepten beschäftigen müssen. Abgestimmt wurde vorerst noch nicht.
Die Debatte zog sich bis zum Abend hin und wird weiter kontrovers fortgesetzt. Deutlich besinnlicher wurde es am Abend bei der traditionellen Landtags-Weihnachtsfeier in der Schlosskirche.